Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Steep. The Road durch Pyeongchang oder wie die ganze Sache hier heißt. Wir wollen mal ganz kurz reisen. Ich hoffe, das dürfen wir, ohne dass das Spiel rumheult. Asien ist eigentlich schon richtig. Wir wollen mal kurz nach Japan gehen. Huch! Alter, Spiel. Okay. Wir wollen mal kurz nach Japan rüber. Mal gucken, ob wir hier nochmal die Missionen finden, die ihr leider nicht sehen durftet, weil die Folgen kaputt gegangen sind. Hinterland Freeride. Ich glaube, das war eine von den beiden Missionen. Das ist okay für mich. Das ist doch eine andere Mission. Nee, dann komm, dann lassen wir es. Dann gehen wir zurück zur Hauptmission. Machen einfach in Korea weiter. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ist halt, wie gesagt, schade. Aber, ja. Das Spiel trägt die Sult. Nicht ich. Ich bin auch nur ein Assi, der keine Ahnung hat. So, wo war jetzt die Mission, die wir machen wollten? Hier definitiv nicht. Ach, wir sind hier auch in Japan. Warte mal. Das hier ist auch Japan. Wir müssen ja auf die andere Seite. Hier glänzt schon die Hauptmission. Setze eine Reise fort. Das werden wir tun. On s'est demandé ce que le décalage allait nous faire. Combien de jours avant il fallait qu'on arrive pour être bien les premiers jours des entraînements. Donc on a regardé à peu près. Voilà, ça nous a servi à ça déjà. Ensuite, on a vu le site de compétition. Donc on a vu ce que nous proposait le pipe. C'est un pipe où on peut faire que 4 hits. D'habitude, on en a 5, voire 6. Ça veut dire que pour les jeux, on risque de proposer un truc d'un peu particulier. Et puis aussi pour la neige, on a pris notre ski tech avec nous. Les températures, tout. D'avoir un accès au site, c'est bien parce que ça enlève encore une fois une partie de tout le stress qu'il y aura. Tout ce qui peut nous éviter du stress ou de la peur avant, c'est que du bon pour le jour de la compétition. Immer wenn der Kerl an die Startlinie geht, kriege ich eine Gänsehaut. Seine Technik, sein Talent, seine Kontrolle über Brett und Piste, das ist schon einmalig. Da hat man echt das Gefühl, einen zukünftigen Olympiasieger vor sich zu haben. Tja, wollen wir es mal hoffen. Und wir sind beim nächsten Test-Event, den wir gewinnen sollen, okay. Das erste Test-Event sollten wir nur unter den ersten 3 beenden, das ihr leider nicht sehen durftet, wie gesagt. Und auch mal interessant, bei diesem Interview oder bei diesem Statement von dem Typen gerade zu hören, wie viel Arbeit doch hinter dieser ganzen Olympiade steckt und wie viel Energie die einzelnen Teams reinstecken. Wir haben jetzt ein Test-Event. Wir müssen der Beste von 2 Läufen sein. In Lauf 1 hat T.R. Johnson 12.110 Punkte hingelegt. Das ist schon mal eine Menge. P. Walker hat 8.101 hingelegt und Z. Dimitrov aus Russland 7.211. Wir haben auch Heinz, wahrscheinlich Müller, aus Deutschland mit dabei. Der hat 5.221 mit hingebrettert. Ja, wir werden jetzt mal versuchen, hier richtig viel Punkte rauszuholen, ne? Würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung wie. Wir können es. Also das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Sorry, wir fangen nochmal neu an. Wir fangen mal an, hier irgendwie was zu machen. Keine Ahnung was. Machen mal hier so ein paar Punkte. Ja, wir fallen hier einfach nur aufs Maul, weil ich wieder zu blöd bin, irgendwas zu treffen. Das heißt, wir haben schon mal die erste Chance hier verkackt. Die erste Chance und die erste Chance. So. Ja, super. Das würde ich zu einem fetten Trick nutzen. Wechselt was für ein Au. Okay, ich muss nochmal neu anfangen. Das kann doch nicht sein, ey. Ich mache hier nur Scheiße. Okay, also wir sollen grinden, ne? Dann grinden wir. Das war kein Grinding. So, Bams. Das ist Grinding, meine Freunde. Das ist doch mal okay, oder? Ich kann jetzt leider nicht auf die Punkte schauen. Was? Okay, Physics my ass. Der nächste muss aber größer ausfallen, um die Punktrichter zu beeindrucken. Oh, das war auch schön, oder? Ja, 2000 Punkte gibt das. So, jetzt nehmen wir uns hier die kleine Chance. Bams! Und drauf landen. Oh, schade, das hat nicht geklappt. Nicht kommen sehen.
Das war wirklich Pech. Ja, das war nicht Pech, das war einfach nur Unvermögen. Jetzt hör auf zu Rackdown, du Spacko! Alter, es ist so übertrieben. Okay, alles klar. Wir machen mal weiter, wir nehmen mal diese halb mittelhohen Schanzen. So. Ja, die habe ich wirklich verpasst, da hast du recht. Aber dafür mache ich ihn hier. Ziemlich hart aufgesetzt. Ah, ist doch egal, Junge. Hauptsache wir fliegen. Boah, das war gut gelöst. Und jetzt hier nochmal einen schönen Grab raushauen und Bams. Ah, schade. Ah, ist das schade, ey. Es hätte nochmal gute Punkte geben können, aber ich bin ein Ehrenmann und setze nicht zurück in dem Fall. 5900 Punkte waren es dennoch. Das ist aber nur die Hälfte von dem, was T.R. Johnson geschafft hat. Aber wir haben noch einen zweiten Lauf. In dem macht P. Walker die absolute Spitzenleistung mit 13.890 Punkten. Dann Dimitrov mit 10.450. Ja, und dann haben wir auf Platz 3 schon den deutschen Müller mit 6.098. Mal schauen, was wir in Lauf 2 hier reißen können. Pass auf, ich gehe mal in die Mitte. Schaff's natürlich nicht. Schön. Ah, ist einfach schön. Sehr billiger Trick. Komm, jetzt nehmen wir mal hier die ganz rechte Schanze. Und versuchen hier nochmal rauszuholen. Fliegen aber fast hin. Und kriegen eigentlich so gar nichts geschissen. Oh Mann, ich verpasse hier alles. Ja, das bringt halt auch nicht fies, aber wir müssen jetzt hier drüber. Nicht besonders hoch rausgekommen. Kein Grab zu sehen, was den Punktrichtern sich auch nicht entgangen ist. Das ist ja gar nichts, was ich hier abliefer, ey. Jetzt muss der hier umso geiler werden. Okay, lande, lande. Sehr gut. Und jetzt nochmal einen richtig geilen raushauen. Yes, yes. Das war gut. Das war gut. Ja, 2500 Punkte leider nur am Ende. Das war nicht schön. Aber wir haben es noch ganz gut gerettet, finde ich. Platz 5. Sogar hinter dem anderen Deutschen. Schade. Was war denn das? Décalage allait nous faire combien de jours avant il fallait qu'on arrive pour être bien les premiers jours dès les entraînements. Donc on a regardé à peu près, voilà, ça nous a servi à ça. Ensuite, on a vu ce que nous proposait le pipe. C'est un pipe où on peut faire que 4 hits d'habitude. On en a 5 voire 6. Ça veut dire que pour les jeux, on risque de proposer un truc d'un peu particulier. Et puis aussi pour la neige, on a pris notre ski tech avec nous, les températures, tout. D'avoir un accès au site, c'est bien parce que ça enlève encore une fois une partie de tout le stress qu'il y aura. Tout ce qui peut nous éviter du stress ou de la peur avant, c'est que du bon pour le jour de la compétition. Immer wenn der Kerl an die Startlinie geht, kriege ich eine Gänsehaut. Seine okay. Technik, sein Talent, seine Kontrolle. Ich soll es also nochmal machen. Hat der gerade dasselbe nochmal erzählt? Ich weiß gar nicht. Der französische Teammanager meine ich jetzt. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Oh mein Gott, ey. Das kann ich wirklich noch gar nicht, diese... Vielleicht bin ich aber auch zu übertrieben. Bei so einem schwachen Sprung hast du nicht viel Zeit für einen schönen Trick. Ein sehr sauberer und sehr flüssiger 360 als weiteres Element. Kein Problem beim 50-50. Sehr gut. Man darf hier nicht so viel Speed aufbauen, ne? Das war mein Problem die ganze Zeit. Ich habe immer sehr, sehr viel Speed da drauf gehabt. Aber es ist gar nicht so förderlich. Stattdessen lieber ein bisschen ruhig fahren. Oder grinden oder wie auch immer man es nennt. Und stattdessen dann saubere Tricks abliefern. Der 360, perfekt gelandet. Gute Aktion. So. Gut abgedrückt. Steckt viel drin in dem Sprung. Hoffentlich wird das. Sehr gut. Und jetzt nochmal einen schönen am Schluss raushauen. Yep. Oh, das war gar nichts. Kleiner Satz. Da bleibt nicht viel Zeit für. Leider gar nichts. Okay, wir haben noch einen Sprung. Der muss dafür umso beeindruckender werden. So eine Chance darf man nicht. Ah, naja, das war okay, mehr aber nicht. 6400 Punkte. Bisschen besser als beim letzten Mal, ne? Bisschen besser. Aber natürlich nicht annähernd so gut wie T.R. Johnson. Wir versuchen es nochmal. Also schön langsam das Ganze angehen. Was für ein Pech. Oh Mann, ey. Wieso landet der da nicht drauf?
Machen wir ganz links die Spur, die rote. Die haben wir auch schon im Training geübt. Und ich treffe sie natürlich nicht. Bei so einem zaghaften Satz sind keine besonderen Tricks zu erwarten. Und der 360 mit einer sanften Landung. So. Weiter geht's. Auf dieser Pipe hier. Kein Problem im 50-50. So. Das war auch ganz gut, oder? Ich glaube, es gab schön viele Punkte. Dann einmal hier. Wieso dotzt er dagegen, der Spasti? Komm, 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 komm. Oh Mann, er hätte auch direkt weiter boarden können, aber nein, er ist im Ragdoll-Modus. Was sehr, sehr nervig ist. Okay, wir machen einen kleinen Sprung. Zack, mehr nicht. Das war okay dafür, dass wir so wenig Schwung hatten. So, jetzt muss richtig was kommen. Mit Grab. Yes. Und jetzt hier nochmal. Ja, gar nichts. Auch in Ordnung. Schade, ich wollte eigentlich was machen, aber er hat irgendwie nicht so reagiert. 4800 Punkte, das ist natürlich auch viel zu wenig. Wir gewinnen dieses Event nicht. War sogar noch schlechter als vorhin, ey. Was, wir haben gar keinen Punkt bekommen? Warum? Okay, wir müssen es scheinbar jetzt nochmal machen. Ist das jetzt der zweite durch? Ich habe den Überblick verloren. Okay, also das hier liegt mir gar nicht. Wir nehmen das ganz rechte. Stilvoller Übergang zum 540. 540. Irgendwelche coolen Begriffe, mit denen ich nichts anfangen kann. Egal. Ah, oh, schade, schade, schade. Egal, egal, egal. Weiter, weiter, weiter. Yes. Komm, das gibt doch Punkte, Alter. Sehr schön. Und nochmal. Hau Punkte raus, Junge. Schade. So. Jetzt hier ein schöner Sprung mit Grab. Das wollen die Leute sehen. Bisschen hart abgebremst, aber ich glaube, es gibt in dem Spiel keine Minuspunkte. So, jetzt nochmal ein Sprung. Naja. So, und jetzt nochmal. Yes, der war doch geil. Das war doch nochmal richtig nice am Ende. Wie viel gibt's? 10.528 Punkte. Das war mal ordentlich. Der zweite Lauf war ordentlich, der erste Lauf war scheiße. Gibt immerhin Bronze, also wir werden schon mal besser. Aber ich glaube, wir müssen das Ding nochmal machen, ne? Ja, das kennen wir jetzt schon. Ja, okay. Das kennen wir alle schon. Wir müssen es so machen, bis wir gewonnen haben. Ich verstehe schon. Warum steuere ich das schon wieder an? Oh Mann, ey, was mache ich da? Okay, yeah, yeah. Bin ich cool, ne? Bin so richtig cool. So. Ein 180 mit einem Titan Grab. Titan Grab, yeah. Bestimmt irgendwas mit Titanfall zu tun. Wenn man nämlich hinfällt, so wie jetzt. Ah, Hauptsache immer grabben, weißt du, was ich meine? Grabben by the pussy. Vor allen Dingen him. Das ist immer gut. Okay. Später Absprung, deshalb war es jetzt nicht so geil. Bleib chill, chill, chill. Okay, sehr gut gelandet. Sehr gut gelandet, mein Junge. Und nochmal hier. Wow, was sind das für Stunts, Alter? Ach du Scheiße. Don't try this at home. Und Bams. Das waren doch ordentlich Punkte, oder? Komm mal, zähl mir nichts, Alter. 6.100 nur. Sah für mich nach mehr aus. Aber okay. Platz 4 für den Anfang. Jetzt muss nochmal ein geiler Run folgen. Wir nehmen hier die mittlere Spur. Sehr schön. Ein Rodeo und dazu noch eine stilechte Landung. Direkter Übergang zum Nose Press. Und nochmal gegrabt. Das gibt doch ordentlich Punkte, Alter. Ich sehe da nur 3000 Punkte. Was ist denn los? Ja, jetzt habe ich leider die Spur nicht erwischt. Schade. Egal. So, Bams. Und in die Mitte, das ist okay. Ja, hier verpassen wir halt viele, viele Grinds und dadurch gibt es weniger Punkte. Okay, ein Double Cock oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schön viel Punkte. Und jetzt nochmal. Ja, gar nichts. Aber es gibt hauptsache Punkte, weißt du, was ich meine? Oh, das war auch nochmal gut gerettet dafür, dass wir gar keinen Schwung hatten. Und jetzt nochmal eine richtig geile Aktion. So eine Chance darf man nicht liegen lassen. Naja, das war ja gar nichts.
Das war ein schlechter One. Gibt zwar mehr Punkte als beim ersten, aber... Ja, ey, diese Franzose, Alter. Ich weiß es leider nicht, ich hab's jetzt leider weggedrückt, wie viele Punkte das gerade waren. Also ich muss hier Erster werden. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ganz ehrlich. Ihr seht ja, es ist nicht meine Disziplin. Also hier werden wir kein Gold holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Egal, wir probieren's. So, das war doch nicht schlecht, oder? Ich kann jetzt nicht auf die Punkte achten, leider. Ja, das war doch gut. Okay. Wir nehmen mal die Linke. In der Hoffnung. Politik. In der Hoffnung. Ja, dass das klappt. Sehr gut. Und jetzt hier nochmal einen kleinen Jumper. Sehr schön. Das war super. Das war super. Jetzt Vollgas. Grabben und Abfahrt. Yes, Junge. Sehr, sehr stark. Und wir nehmen wieder die Rechte. Yo. Das war doch super. Oder 10.388. Leute, ich möchte nichts mehr hören, ey. Das war doch ein super One. Platz 2. Jetzt müssen wir nur noch den Ami da überholen. Der im zweiten One wesentlich schlechter war. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so ein Ding hinkriegen. Hahaha, lustig. Jetzt würde ich das schaffen. Dann haben wir gar keine Probleme, dem Ami hier den Rang abzulaufen. Und das gibt natürlich Minuspunkte. Ja, nee. Wir versuchen es nochmal neu. Ich weiß, es ist gecheatet, aber ganz ehrlich, wir versuchen es ja auch gerade zum vierten Mal oder so. Ja, den Nose Press, den haben wir vorhin schon mal irgendwo geübt. Ja, komm, das war auch gut. Hau die Punkte rein, Junge. Kein Problem beim 50-50. So, nochmal gegrabt. Wir versuchen es jetzt mal auf die Vollen zu gehen. Ja, das war nix, egal. Hier nochmal ein schöner Absprung. Und noch den Grab in den 900 eingebaut. Richtig gut rausgekommen. Jetzt direkt einen schönen Trick. Das war halt gar nix. Und Bams. Ah nein, das darf doch nicht sein. Also nochmal. Wieder durch die Mitte. Die ist eigentlich ganz okay. Und weiter mit dem Nose Press. Ja, das war noch Glück gehabt. Da habe ich jetzt echt noch Glück gehabt. Direkter Übergang zum Nose Press. Der 180 perfekt gelandet. Wow, guter Übergang zum 180 und gut die Höhe gehalten. Danke, danke, danke. Ah, nicht besonders hoch rausgekommen. Ja, ist nicht so schlimm. So. Weiter geht's. Was nehmen wir jetzt? Wir nehmen einfach mal die rechte Schanze. Ordentliche Flughöhe. Mal sehen, ob dabei was rauskommt. Naja. Leider kein Grinding und das wird Punktabzug geben. Das ist auch viel zu wenig. So, jetzt. Yes, yes, yes. Das war gut. Und dann so eine Scheiße, Alter. Ich raste hier aus, ey. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Das ist so abartig. So. Okay, weiter geht's. Wir nehmen mal die linke Spur hier. Vielleicht bringt die mehr Glück. Ah, komisch. Die ist gar nicht grün versifft. Also das habe ich jetzt nicht naja. Kommen sehen. Okay. Kleiner Joke am Rande. Ach, leck mich, ey. Das ist... Es tut mir echt leid, dass ihr so schlechtes Gameplay zu sehen bekommt. Bei einem Spiel, was bestimmt stylisch aussieht, wenn man es kann. So, pass auf. Oh nein. Ja, das ist okay. Yes. Und noch der Grab hinterher. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Bloß nicht hinfallen, Junge. Bloß nicht hinfallen. Alles klar, das war okay. Ja, ja, ja. Das gibt Punkte. Nochmal grabben. Yes. Das gibt mit Sicherheit Punkte wie Sau. Jo, das war nicht so stark. Egal. Jetzt nochmal ein geiler Sprung hinterher. Yes, das war gut. Jetzt nicht stürzen. Bloß nicht stürzen, Alter. Yo. Mit dem Grab wäre es nochmal besser gewesen.
Aber das waren mit Sicherheit viele Punkte. 13.497, Alter. Das ist der Sieg. Yo, 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 das ist der easy win. Ich weiß nur nicht, warum es der erste Lauf war, ehrlich gesagt. War es nicht schon der zweite? Naja, gut. Bestleistung im ersten Lauf. Das heißt, wir können im zweiten Lauf jetzt ganz, ganz locker unser Programm runterspulen. So, das war doch schon mal ordentlich. Ja, ist halt auch gut, wenn man es so oft macht, ja, weil irgendwann kann man es dann halt einfach. Was den Punktrichtern sicher auch nicht entgangen ist. Ja, ja, die Punktrichter, die können mich mal, ey. Ich mache hier so geile Sachen, ja, ich brauche mich gar nicht ans Bein zu pissen. So. Stilvoller Übergang zum 540. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Guck dir das an, Alter. So, hast du schon mal gesehen? Ja. Am besten, ihr solltet mich langsam mal interviewen. Ordentlich hochkatapultiert. Das würde ich zu einem fetten Trick nutzen. Ein ganz sauberer Grab beim 900. Das war nicht gut. Ein großer 720. Und jetzt nochmal hier alles raus. Oh, das war gar nichts, ey. Gar nichts. Manchmal macht er es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu besoffen bin, aber es waren trotzdem fast 9000 Punkte. Was? Zweiter, ey. Leck mich am Arsch. Wie kann ich denn Zweiter sein? Was? Wie kann ich denn Zweiter sein, bitte? Bin ich jetzt schlecht in Mathe? Also jetzt mal grob überschlagen. Hatte er 400 Punkte mehr als ich im ersten Durchlauf. Ich hatte aber 600 Punkte mehr als er im ersten Lauf. Die Gesamtzahl zählt. Oh mein Gott, bin ich dumm. Sonst würde da ja eine Gesamtpunktzahl stehen. Ich bin so dämlich. Es zählt einfach nur der höchste Run. Und der liegt bei ihm bei 13.890. Ach du liebe Scheiße. Wie soll man das denn schaffen? Ups. Nee, wir machen das hier schon. Sorry.